Ab dem 17. August beginnen die Zwickauer Verkehrsbetriebe mit der Erneuerung eines wichtigen Gleisabschnitts in Marienthal. Bahnen können während der Bauarbeiten dort natürlich nicht fahren, doch der restliche Straßenverkehr bleibt von der Maßnahme komplett verschont. Der betreffende Gleisabschnitt verläuft fernab der Straße. An dieser Stelle beginnt der sanierungsbedürftige Gleisabschnitt. Der Zustand ist so schlecht, dass die Bahnen hier nur noch langsam fahren dürfen. Tempo 50, wie sonst innerorts üblich, ist auf den alten Gleisen derzeit undenkbar. Die gesamte Strecke, die wir sanieren wollen, grundhaft ausbauen wollen, ist ungefähr 600 Meter lang. Ungefähr 600 Meter. Und in dem Zusammenhang muss man erwähnen, dass die Gleisanlage in dem Bereich komplett verschlissen ist. Also von der Schwelle, vom Schotter, vom Unterbau, von der Drainage und nicht zuletzt am allerwichtigsten von der Schiene. Die Schiene ist so weit verschlissen, dass wir schon langsam Fahrstellen haben. Und das muss man natürlich vermeiden, wir wollen ja zügig durchfahren. Die Einrichtung von Langsamfahrstellen ist eine reine Sicherheitsmaßnahme seitens der SVZ, damit die Fahrgäste sicher transportiert werden können. Vergleichbar mit einem Tempolimit auf der Autobahn, wenn die Fahrbahn Schäden aufweist. Langsamfahrstellen bedeutet nicht im gesamten 600-Meter-Bereich, sondern in kritischen Bereichen, wo wir bereits Rillenbodenfahrt haben, mit dem Eisenrad auf der Schiene schon auf dem Rillenboden aufkommen. Da besteht das Risiko, dass man beim Bremsen nicht so zum Stehen kommt, wie es sein muss. Und unten vor der Haltestelle haben wir so eine Langsamfahrstelle, 20 km/h. Also es wird langsam eingefahren, dass das Fahrzeug zum Stehen kommt, in der Haltestelle auch. Damit soll bald Schluss sein, damit die Züge wie gewohnt fahren können. Für die SVZ bedeutet das viel Arbeit und ganz speziell für die Gleisbauer ein schweißtreibendes Vorhaben. Ja, wir werden als erstes die Schienen demontieren, entsorgen, Schotterausbau machen, Planen machen, Gleisentwässerung machen, Gleisentwässerung auf beiden Seiten machen, also nicht in der Mitte, wie es klassisch ist, sondern hin und drüben, links und rechts entlang. Wir werden letztendlich die Gleisentwässerung etwas größer dimensionieren, weil es ist ja Bereich 600 Meter nur im Gefälle. Wenn es richtig regnet, die momentane Entwässerung das gar nicht mehr aufgenommen hat. Und wir werden das schon größer dimensionieren, dass das dann auch abgesichert ist. Dann geht es von vorne los. Also wenn die Entwässerung eingebaut ist, dann kommt der Aufbau bis Schotter, Schwelle, Schiene wieder drauf. Also Rillenschiene, teilweise Vignolschiene, also Kopfschiene. Und dann haben wir eine verbesserte Fahrdynamik. Weil wir ja im Prinzip die ganzen Radien, wir befinden uns hier nur in Radien. Also es geht hier immer nur im Bogen, links, rechts. Bessere Fahrdynamik, ordentliche Überhöhung, 50 km/h werden gewährleistet. Und der Fahrdraht, also nicht die ganze Fahrleitungsanlage, sondern nur der Fahrdraht wird auch erneuert. Der Großteil der zu erneuernden Strecke führt zwischen Feld und der angrenzenden Siedlung hindurch. Damit kann schon mal für Autofahrer Entwarnung gegeben werden. Im Gegensatz zu früheren Gleiserneuerungen, wie etwa in Eckersbach, wird der Straßenverkehr nicht beeinträchtigt. Die Autofahrer in dem Sinne, also Anlieger betroffen, kommt überhaupt nicht groß zum Tragen. Das Einzige ist der Übergang hier, das ist die Ausfahrt für die Anlieger hier in dem Bereich. Und ansonsten behindern wir eigentlich gar niemanden. Geplant und vorbereitet ist schon alles für die Sanierung. Am Freitag in einer Woche kann dann mit den Arbeiten begonnen werden. Das ist aber genau das Wochenende, wo Stadtfest beginnt. Wir werden am 17. anfangen, aber die Straßenbahn fährt noch bis zum 20. Also ab 20. August ist dann Schienenersatzverkehr. Und am 28. September wollen wir fertig sein. Gesamtumfang 1,3 Millionen netto. Damit wären die Zwickauer Verkehrsbetriebe mit den grundlegenden Sanierungen ihres Schienennetzes mal wieder auf dem neuesten Stand. Doch kleinere Arbeiten mit Einschränkungen für andere Verkehrsteilnehmer werden niemals aus dem Stadtbild verschwinden.